Meine Aufgabe heute, die ich so verstanden habe, war darzustellen, dass die traditionellen Industriegebiete in dieser Stadt eben eine sehr wichtige Rolle einnehmen und wir mehr politische Aufmerksamkeit brauchen für die Weiterentwicklung und Profilierung dieser wichtigen Standorte. Die Herausforderung ist im Wesentlichen, dass bisher ja Berlin als Industriestadt eben ein relativ anonyme Gesamtdarstellung ist. Und wir sehen die Chance, dass wir durch eine Profilierung einzelner Standorte sozusagen diese anonyme Industriestadt Berlin auflösen in attraktive Einzelzentren und auch die Vermarktung, aber eben auch die Attraktivität solcher Industriestandorte damit verbessern können. Der Lösungsansatz ist so, dass wir sagen, diese Standorte sollen eben analysiert werden. Es soll ein Profil erstellt werden, es soll geprüft werden, welche Verbesserungen möglich sind in der Verkehrsanbindung, in der Infrastruktur, das gemeinsam mit den dort ansässigen Betrieben. Und am Ende soll eben eine Marke entstehen, also eine positive Adressbildung für einen solchen Standort mit einem industriellen Schwerpunkt oder mit mehreren Schwerpunkten, was eben aber die Kommunikation nach außen erleichtert, sowohl die Anwerbung von Mitarbeitern als auch eben vielleicht die Ansiedlung neuer Unternehmen. Und dafür haben wir in der Vergangenheit auch gearbeitet, dass wir dort auch Flächen nachweisen können, sodass dafür dann auch die Möglichkeit besteht.